verzauberter Go-Kart. Zu ihrem 6. Geburtstag bekam Petra einen funkelnagelneuen Go-Kart. Danke für das tolle Geschenk, sagte sie. Und sofort nach dem Frühstück setzte sie sich ans Steuer, sauste die Straße entlang und hupte ganz laut. Auf einmal geschah etwas Seltsames. Der Go-Kart bog plötzlich von der Straße ab, ohne dass Petra am Lenkrad gedreht hatte. Ihr Go-Kart lenkte von ganz alleine. Er fuhr mitten auf ein Feld. Vor einem Heuhaufen hielt er an. »Man rast nicht so über Landstraßen«, sagte er. »Das ist nämlich sehr gefährlich.« »Ein sprechender Go-Kart«, staunte Petra. »Das hast du sicher nicht erwartet«, lachte der Go-Kart. »Doch das ist noch nicht alles. Ich habe sogar magische Kräfte.« Er hupte eine Melodie, der Heuhaufen öffnete sich und sie rasten hindurch. »Jetzt sind wir im Wunderland«, sagte der Go-Kart. Alle Bäume waren blau und rosa und trugen buntes Obst. »Darf ich etwas pflücken?«, fragte Petra. »Ja, aber mach schnell«, erwiderte Go-Kart. »Wir haben noch viel vor heute.« Dann sahen sie zu einem Wegweiser, zum Feuerwerksdorf. »Los, komm, Go-Kart, da müssen wir hin«, rief Petra. Über dem Feuerwerksdorf war der Himmel ganz dunkel. Aber da, wusch, zischte auch schon die erste Rakete in die Luft und hinterließ einen silbrigen Funkenregen. Überall wehten Fahnen. Bunte Papierlaternen leuchteten. Petra schaute sich staunend um. Spielzeugfiguren säumten die Straße und winkten mit Wunderkerzen. Mit großem Jubel hießen sie Petra und Go-Kart willkommen. Auf einmal sah Petra eine zierliche Porzellanpuppe in einem glänzend gelben Auto sitzen. Daneben kurbelte ein Clown gerade sein Auto an. »Ein Rennen, Go-Kart! Komm, wir machen mit!« Petra lenkte ihren Go-Kart neben ein Eichhörnchen, das eifrig seine Autobrille putzte. Schon hob ein Zinnsoldat die Startflagge und los ging's. Mit Höchstgeschwindigkeit rasten die Autos die Straße entlang. Das Eichhörnchen hatte eine Panne und die Puppe übernahm die Führung. »Go-Kart, wir verlieren!«, rief Petra. Aber der Go-Kart bog vom Weg ab, sauste über eine Brücke und in einen Tunnel. Darüber stand Abkürzung, Lachtunnel. Sie waren kaum im Tunnel, da fingen Petra und der Go-Kart auch schon zu lachen an. Sie lachten und konnten gar nicht mehr aufhören, bis sie das Ende des Tunnels erreicht hatten. Vor ihnen war noch das Auto der Porzellanpuppe. »Schneller, schneller«, rief Petra. Und mit einem tollen Endspurt überholte der Go-Kart das führende Auto und raste durchs Ziel. Die Menge jubelte. Ein Marionettenprinz überreichte Petra den ersten Preis, eine Schachtel Zauberfeuerwerk. Dann schmückte er den Go-Kart mit einer Rosette. »Die Schachtel Zauberfeuerwerk wird nie leer«, erklärte der Go-Kart. »Du brauchst dir also keine Feuerwerkskörper mehr zu kaufen.« Und sie machten sich auf den Weg nach Hause.